Ich habe eine Liste. 100 Dinge, die ich getan haben möchte, bevor ich sterbe. Und die zeige ich euch jetzt. Wenn ihr noch Ideen habt, wie man diese Liste ergänzen könnte, schreibt es mir in die Kommentare. Let's go. Ich möchte einmal ein Konzert in der Berliner Waldbühne sehen. Liebe machen vor einem Kamin. Zu den Osterinseln reisen. Ziplining in den Bergen von Norwegen. Habe ich bereits erledigt. Ziplining durch den Las Vegas Strip. Auch erledigt. Zaubern lernen. Bin ich gerade dabei. Wacken erleben. Auch erledigt. Surfen ausprobieren. Liebe machen in der Natur von Island. Alle Kontinente der Erde bereisen. Schwimmabzeichen Gold nachholen. Vor über 10.000 Menschen auf einer Bühne stehen. Auch erledigt. Das Schloss Neuschwanstein besuchen. Schach spielen lernen. Rammstein live sehen. Mehrfach erledigt. Professionell tauchen gehen. Auf ein Pink-Konzert gehen. Auch erledigt. Pink in der ersten Welle live sehen. Dann nächstes Mal. Paintball spielen. Auch erledigt. Und danach sah ich aus wie ein Dalmatiner. Ein zweites Mal für längere Zeit in das Yosemite Valley reisen. Nach Tokio reisen. Nach Peru zur Dragon Ball Wand pilgern. Nach Neuseeland reisen. Einen Mittelfingerkalender mit Kevin veröffentlichen. Mit einer Band im Ausland einen Vlog drehen, das kein Nachbarland ist. Neulich erledigt. Mit einer Band gemeinsam auf Tour gehen. Auch erledigt. Mehrfach. Mindestens 1000 Bäume spenden. Ich bin gerade bei 100. Meinen idealen Fitnesszustand erreichen. Level 50 in Pokémon Go erreichen. Jonglieren lernen. Erledigt. Jonglieren mit 4 Bällen lernen. Irgendwann, das ist schwieriger. Ins Disneyland gehen. Auch erledigt. In einem Michelin-Restaurant essen. Erledigt. In einem Iglo in Lappland schlafen. Erledigt. In einem Heißluftballon fliegen. In das Sphere in Las Vegas gehen. Nach New York reisen. Erledigt. Im Sommer nach New York reisen. Im Regen knutschen. Fallschirm springen. Erleben, wie Deutschland Fußball-Weltmeister wird. Erledigt. Erleben, wie Deutschland Fußball-Europameister wird. Kommt noch. Eminem live sehen. Erledigt war kacke. Eine Swingerparty besuchen. Einen Tanz lernen. Einen selbstgeschriebenen Song produzieren und veröffentlichen. Einen Roadtrip durch die USA machen. Erledigt. Aber gerne nochmal. Einen langen Roadtrip mit Work and Travel machen. Einen positiven Artikel über mich in der Zeitung lesen. Erledigt. Einen Helikopterflug durch eine Hauptstadt oder die Natur. Einen Kampfsport oder Selbstverteidigung lernen. Einen aktiven Vulkan angucken, so nah es geht. Einen Zauberwürfel lösen können. Eine Übernachtung in der Wüste. Vom höchsten Gebäude in Las Vegas springen. Auch geschafft. Eine Tantra-Massage bekommen. Grüße an Tomato, legst du bist schuld an diesem Punkt. High auf eine Techno-Party gehen. Eine lange Zipline-Fahrt durch die Natur. Eine Sonnenfinsternis erleben. Eine Schlittenhund-Tour in Finnland machen. Erledigt. Eine Nacht im Wald mit raus.de. Eine E-Bike-Tour durch Norwegen. Erledigt. Eine deutlich längere E-Bike-Tour durch Norwegen. Kommt noch. Ein WM- und EM-Fußballspiel im Stadion sehen. Man möchte jetzt meinen, dass ich beim Viertelfinale Deutschland gegen Spanien im Stadion war, aber ich glaube, das war Handball. Ein professionelles VR-Gaming-Set besitzen. Eine Wohnung mit einem Kino-Gaming-Zimmer haben. Ein gutes E-Bike besitzen. Ein Ausflug in den Europapark und das Rulantica. Nach Dubai reisen. Dieses Jahr erledigt. Die Zugspitze besteigen. Den Toten Hosen die Hand geben. Naja, zumindest einen habe ich schon. Die Toten Hosen in Argentinien live sehen. Erledigt. Die bösen Onkels live sehen. Erledigt. Die Nordlichter sehen. Erledigt. Die Niagara-Fälle sehen. Den Planeten verlassen. Mal gucken, ob es irgendwann geht. Philipp Burger von Freiwild die Hand geben. Neulich erledigt. Den Osten Islands erkunden. Den Mount Rushmore sehen. Den Jakobsweg in Spanien gehen. Den Grand Canyon sehen. Erledigt. Das Everest Base Camp erreichen. Auf das Alpenflair Festival gehen. Erledigt. Bungee Jumping. Bei WrestleMania oder dem Royal Rumble live dabei sein. Bei TV Total arbeiten. Keine Ahnung, hätte ich irgendwie mal Bock drauf. Avril Lavigne live sehen. Auf das Burj Khalifa steigen. Auch erledigt. Auf das One World Trade Center in New York gehen. Erledigt. Komplett alleine durch Deutschland reisen. Komplett alleine im Ausland verreisen. Eine 24 Stunden 100 Kilometer Wanderung schaffen. Bei Pokémon Go 1000 Pokémon im Pokédex registrieren. Ich bin bei 832. 100% bei Zelda Hyrule Warriors erreichen. 100.000 Abonnenten erreichen und 1 Million Aufrufe auf einem Video erzielen. Hab ich beides schon mal geschafft. Niemals Vater werden. Scooter in der ersten Welle live sehen. Erledigt. Auf das Wir leben laut Festival gehen. Heiraten. Warum mache ich plötzlich so ein Video? Einerseits, um euch eine Inspiration zu geben und andererseits, um mir welche von euch zu holen. Ihr seht, da ist noch ein bisschen Platz in der Liste. Was habe ich vergessen? Was muss da unbedingt noch rein? Was sind eure Ziele im Leben? Schreibt es mir in die Kommentare. Gib Like. Voraus.